Wären wir. Also ich will kurz noch mal kurz zusammen oder so eine Zwischenzusammenfassung zu geben. Es wird immer viel Werbung und vielleicht so Forderungen gestellt, die weit darüber hinausgreifen, weil es einfach zur Strategie dazugehört einer Branche. Ja, und dann, das ist das eine. Das andere ist, die eigene Existenz oder Profitabilität, könnte man sogar sagen, hängt aber auch davon ab, dass es eben jemand etwas gibt wie den Staat, ne, so eine Art von der Idee her neutralen Instanz, die da in Vorleistung geht. Ja, so. Und drittens, das wäre der dritte Punkt, man möchte aber nicht so sehr selber in die Verantwortung kommen, dass man später dafür haftbar gemacht werden kann, wie jetzt zum Beispiel die Polizei. Ja, also die Öffentlichkeit kann ja auch gegen den Staat klagen, gegen die Verwaltung, wenn die ihren Aufgaben nicht nachkommen. Ein Sicherheitsunternehmen wird mit Sicherheit nicht wollen, dass die Öffentlichkeit sie vor das Gericht zerren kann und in Haftung nimmt, dafür ihre Fähigkeit oder Unfähigkeit für öffentliche Sicherheit zu sorgen. Du eröffnest mir gerade eine ganz neue Perspektive darauf, weil wir haben ja auch noch nicht da so wirklich darüber gesprochen. Ich hatte jetzt immer den Standpunkt zu sagen, naja, letztendlich macht der BDSW eine schlechte Lobbyarbeit. Weil von dem, was man sagt, wie wichtig wir sind, und wenn wir uns jetzt mal in die Historie reingucken, was ist gerade eben selber gesagt, naja, 120 Jahre Gewerbe irgendwie. Ja, okay, in der Gewerbe im 34a hat sich so ein bisschen die Zuverlässigkeitsüberprüfung angepasst, vielleicht dann auch eine Sachkundeprüfung irgendwann mal reingeschmuggelt, aber vom Prinzip her hat sich ja nicht wirklich viel darin geändert und auch nicht in den letzten 20 oder 30 Jahren, wo man gesagt hat, nach der Wende hätte sich was verändern sollen. Wir haben erst letztes Jahr im Juli den Zuständigkeitswechsel vom BMWi zum BMI gehabt, obwohl man schon seit 2008 oder 2009 in der Innenministerkonferenz diese bedeutsame Rolle spielte. Wäre jetzt meine Interpretation immer gewesen, naja, schlechte Lobbyarbeit, wir sind gar nicht so wichtig, wie wir uns vielleicht auch darstellen und auch vielleicht selber sehen, aber im Umkehrschluss sagst du ja, vielleicht wollen wir auch gar nicht so wichtig sein. Naja, du musst es unterscheiden, also wichtig sein will man schon. Aber man möchte nicht die Verantwortung dafür übernehmen. Also ja, also das ist so, klingt so ein bisschen widersprüchlich, weil natürlich war es immer erklärtes Ziel, und das ist ja auch geschafft worden, mindestens, sagen wir mal, vom Staat, also der Staat, den gibt es ja auch nicht, also es gibt konkrete Behörden, Ministerien, Verwaltungsapparate, eine gewisse mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, ne, mehr wahrgenommen zu werden, und das soll sich auch manifestieren in irgendwelchen Dokumenten und so. Das hat erstmal eine symbolische Wirkung, aber allein diese symbolische Wirkung ist ja schon mal entscheidend, ja, weil damit kann man ja schon in der Öffentlichkeit anders auftreten. Also das allein ist schon mal ein Ziel, und das Ziel hat man erreicht. Ja, ob das, aber wie gesagt, dass man jetzt, man möchte anerkannter Partner werden, damit dann auch die Kunden, und der Staat gehört ja auch immer mehr zum Kunde, dann auch ohne, sagen wir, Breites, ja, mit einem Geschäfte zu machen. Das heißt aber noch lange nicht, dass man zentrale Verantwortung tatsächlich übernehmen will, zumal dann, wenn also die ich bin ja, wie gesagt, jetzt auch kein Betriebswirt, der jetzt die entsprechenden Fachbegriffe kennt, aber zumal also die Verantwortungskosten, nenne ich das jetzt mal spontan, wirklich übernehmen möchte. Das heißt, oder das Risiko, ja, dass eine höhere Verantwortung auch bedeuten kann, dass man haftbar gemacht werden kann, ne? Dass man vielleicht irgendwann mal auch Fehlentscheidungen, Dinge, die man nicht in den Griff bekommen hat, dass man dafür auch zahlen muss. Und eben nicht nur Gewinne erwirtschaften kann, sondern dass, ne, dass es auch Geld kostet. Oder dass es auch zum Beispiel, wenn man, sagen wir mal, das war ja vorhin noch so ein Ansatzpunkt, stell dir vor, man wollte wirklich so weit gehen zu sagen, wir können das machen, was die Polizei macht. Ja, wenn man, das müsste, wenn man, also das kann erstmal nur ein Propagandaspruch sein, ja, oder der sozusagen darauf hinausläuft, die Polizei professionalisiert sich, die lässt eine Lücke im unteren Bereich, so wird ja manchmal oder wurde in der Vergangenheit argumentiert, da können wir doch hineinstoßen. Das ist doch auch im Interesse des Staates, der Geld sparen will, Personal sparen will. Wir machen das alles mit dem gleichen Niveau, mit der gleichen Qualität, nur billiger.
Liga, so ungefähr. So argumentieren ja grundsätzlich immer die Unternehmen, die im Bereich der, was man so Daseinsvorsorge nennt, da würde ich auch die Sicherheit dazu zählen, reinkommen wollen. Nur irgendwann ist sozusagen ist der Tag, wo die Rechnung gestellt wird oder wo die Offenbarung geleistet werden muss, ob das wirklich so stimmt. Ja, und wir wissen doch jetzt aus anderen Bereichen, sagen wir mal bei der Elektrizität, bei der Wasserversorgung, dass es oft auch nicht der Fall war. Die Dienstleistungen wurden keineswegs besser, geschweige denn billiger. Also meine die Analogie wäre, würde ein Sicherheitsunternehmen tatsächlich im Auftrag des Gewaltmonopols, die fast so ähnliche Dinge tun wie die Polizei. Ja? Und sie müsst, stell dir vor, da müssten sie sich auch mit Streiks auseinandersetzen, mit Demonstrationen auseinandersetzen. Oder ja, dann bin ich mal gespannt, ob die sich auf die Konfrontation tatsächlich einlassen wollen. Ja? Also, oder ob sie dann nicht lieber sagen, ach liebe Polizei, mach du das doch, ja, weil dann müssen die sich damit rumschlagen, ja, du musst, was heißt das, du musst mehr Geld investieren, du musst deine Leute besser ausbilden, du musst auch für mehr rechtliche Sicherheit sorgen, ja, also das ist ein sehr, und du hast immer noch, weil es Privatunternehmen sind, selbst wenn sie eben im Auftrag des Staates handeln, weniger Legitimität. Ja, noch ist es in unserem demokratischen Rechtsstaat jedenfalls so angelegt, ja, als eine Polizei, die zwar ein Instrument des Staates ist, aber ja, im öffentlichen Interesse ist. So. Ja, und für die Allgemeinheit zuständig ist und nicht nur für einen partiellen Bereich. Ich meine, klar, das Problem, was vielleicht noch dazu kommt, wenn du Sicherheitsunternehmen hast, die dann in der Öffentlichkeit tätig sind, dann wird sozusagen deren Tätigkeit zum Politikum, zu etwas, was man politisch in Frage stellen kann. Ja, wie die Öffentlichkeit auch polizeiliches Handeln in Frage stellt. Ja, also nicht nur ist dann nicht mehr eine Auseinandersetzung zwischen dem Kunden, ja, und dem den Dienstleister, ja, in erster Linie, ja, wo du im Grunde ja nur das Hausrecht in Vertretung ausübst, sondern hier bist du plötzlich mit der allgemeinen Öffentlichkeit konfrontiert. Und das hat viele Risiken für ein Unternehmen. Und ich glaube nicht, dass ein Unternehmen das unbedingt möchte, sich diesem Risiko aussetzen. Also ein Sicherheitsunternehmen braucht immer die Möglichkeit, sich zurückzuversichern mit dem Verweis aufs Gewaltmonopol. Ja, also jeder Sicherheitsmitarbeiter, der irgendwo tätig ist, der in Auseinandersetzung gerät mit einem Gegenüber, ja, muss immer noch wissen, zur Not rufe ich die Polizei, weil die hat viel mehr Durchsetzungsmacht als ich und ich bin fein raus. Ja, das heißt also im Endeffekt, um mal den Bogen zum Sicherheitsdienstleistungsgesetz zu schlagen oder zumindest zu den Ideen, die ja bisher nur der BDSW so mehr oder weniger vorgelegt hat, ist es ja im Grunde, könntest du auf der einen Seite sagen, okay, Kritik, also du könntest es kritisch beäugen und sagen, da steht ja jetzt vielleicht nicht unbedingt viel mehr drin, als wir es in Paragraph 34a haben, aber es ist ein eigenes Gesetz, wozu brauchen wir dann den Aufwand? Aber auf der anderen Seite jetzt deiner Argumentation folgen, ist das ja ein ideales, ich nenne es jetzt mal Verkaufsargument, zu sagen, pass mal auf, wir sind jetzt eine Branche, wir haben wieder mehr Anerkennung bekommen, wir haben ein eigenes Gesetz, das nur für uns, welche Branche hat so wirklich ihr eigenes Gesetz, wonach sie handeln, agieren muss, aber im Kern wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern. Die Sache ist ja die, also Gesetz, was bedeutet ein Gesetz? Ja, Gesetz heißt, der Staat ist auch in der Pflicht, dass ein Gesetz eingehalten wird oder entsprechend umgesetzt wird. Das heißt aber auch, er muss es selber kontrollieren. Das heißt, Sicherheitsgesetz würde bedeuten, eigentlich mehr Aufwand für bestimmte staatliche Stellen, die dann die Einhaltung dieses Gesetzes überprüfen müssen. Das hat dann auch für Sicherheitsgewerbe, klar, hat das natürlich auch Folgen, wenn da was drinsteht, ne, was jetzt, keine Ahnung, Ausbildung betrifft, vielleicht sogar nochmal, was die Entlohnung betrifft oder was eben die Tätigkeitsfelder, klar, das hat auch alles Folgen für die, ja, aber es hätte eben auch Folgen für den Staat das bedeutet aber wiederum, dass sich so ein Gewerbe doch immer wieder auch auf die Aufsichtspflicht des Staates, sagen wir mal, verweisen kann. Ja. Und gerade, und das wäre ja, das ist jetzt nicht gewollt, aber es könnte ja die Situation entstehen,
was wir jetzt im Stichwort Gewerbeämterregister so ein bisschen auch diskutiert haben oder was uns auch gesagt wurde, die auch bis dato üblichen Kontrollen, die eigentlich vorgesehen sind, wenn die nicht stattfinden, weil der Staat dazu nicht die Kapazitäten hat oder weil er vielleicht auch so eine Mutmaßung vielleicht hier und da mit Absicht nicht hinguckt, ja, um so ein Gewerbe nicht zu stören, was man ja vielleicht manchmal so einen Eindruck hat. Seine eigenen Ausschreibungen nicht zu stören, ne? Ja, ja, genau, weil er ja selber ein Interesse daran hat. Ja, dann, also da hast du wieder Situation, könnte so eine Situation entstehen, nach diesem, wie heißt es, wie ist der Ausdruck dafür, nicht bewusste Inkompetenz, sondern, weißt du, ach Gott, wie heißt der Begriff, Leute, organisierte Verantwortungslosigkeit. Okay. Ja, so ein bisschen in die Richtung, ja, also keine Ahnung, das Gewerbe will möglichst viele Freiheiten, lassen wir ihm Freiheiten, das heißt aber, wir sind dann auch weniger der Pflicht, das zu kontrollieren, ja, und das Sicherheitsgewerbe sagt, naja, wenn die das nicht kontrollieren, wenn der Staat es nicht auf die Reihe kriegt, ja, das sagt keiner offen, aber es ist sozusagen im Vorteil, ne, also ja, man sollte das nicht übertreiben, aber manchmal kann man ja schon die Frage stellen, was nutzt eine Situation wem? Ja. Ne? So, und manchmal entstehen sozusagen Situationen, da hat man vielleicht kein großes Interesse an, die zu ändern, weil sie eigentlich alle Beteiligten irgendwie dienlich sind. Aber man sagt das schon ganz offen. Also zu den Recherchen beispielsweise hier im LAF, nachdem bekannt wurde, dass Berlin selber in den Flüchtlingsunterkünften organisierte Kriminalität über sein Ausschreibungsverfahren, war die erste Reaktion vom Dr. Olschok in der Pressemitteilung, ja, der Staat kontrolliert uns ja zu wenig. Wo ich mich dann aber immer frage, müsste es nicht eigentlich auch einen Selbstreinigungsprozess aus der Branche geben? Und die Branche gibt es vielleicht genauso wenig wie der Staat. Aber alleine beim BDSW müsste es doch geben. Und dann sind wir plötzlich in einer Diskussion, wo wir dann an German Security beispielsweise denken, mit dem Kooperationsvertrag mit der Landespolizei Brandenburg, wo es bis heute vom BDSW kein Statement gibt, immer noch ein ordentliches Mitglied. Und dann gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Wir beide haben ja die Tönnies-Doku geguckt. Dann hast du dann plötzlich auch einen Sicherheitsdienstleister als ordentliches Mitglied da drin, im BDSW vereinigt, das sich beteiligt an der brutalsten, nicht der brutalsten, das wäre vielleicht in Richtung Katar verschönigend, aber ich sage mal brutalsten deutschen Ausbeutung von ausländischen Arbeitskräften, an irgendwelchen zwielichtigen Prostitutionsgeschäften, die da drin laufen, an Corona-Verstößen, Arbeitsschutzverstößen und ähnliches. Ja. Und jedes Mal wird eigentlich nur gesagt, ja, der Staat müsste halt mehr kontrollieren. Naja, aber einmal wissen wir doch, dass also das Selbstverständnis in der Branche, das ist ja vielleicht so ein bisschen auch, wirkt so ein bisschen paradox. Auf der einen Seite macht man viel Werbung dafür, dass man als Bestandteil der inneren Sicherheit wahrgenommen wird, akzeptiert wird. Man bemüht sich darum, dass gerade also jetzt durch den Ressortwechsel das auch nochmal sozusagen, das ist nochmal das Sahnehäubchen auf diese Idee, diese Vorstellung. Gleichzeitig möchte man natürlich in seiner wirtschaftlichen Freiheit möglichst nicht eingeschränkt werden. Und wirtschaftliche Freiheit bedeutet, es ist nur ein Geschäft zwischen Kunden und Dienstleister. Ja, der Dienstleister bietet eine Dienstleistung an und macht einen Vertrag mit dem, das ist reines privatrechtliches wirtschaftliches Geschäft, ja, also ein zivilrechtliches privates Geschäft, ja, und da hat sich der Staat nicht einzumischen. Also das ist ja auch die Idee sozusagen eines freien Gewerbes, und so hat ja, habe ich mal gehört, auch im Wirtschaftsressort hat man auch immer so argumentiert, dass natürlich, weil wir eben nun mal im liberalen Kapitalismus leben, die Einstellung, ja, das Gewerbe, da sollte man möglichst nicht eingreifen, nicht intervenieren. Das ist also so diese paradoxe Situation meiner Meinung nach. Man möchte die wirtschaftliche Freiheit weiterhin aufrechterhalten, ja, aber mit dem Label, man ist ja für die Sicherheit zuständig. Und aus der staatlichen Sicht heraus müsste bedeuten, wenn ihr Teil der Sicherheit sein wollt, dann müsst ihr euch denselben Regeln, Kontrollen und Standards unterwerfen, wie eben andere dann auch. Oder mindestens von denen auch bereit sein, euch kontrollieren zu lassen. Ja. Das kann aber das Geschäft stören gleichzeitig. Ich stelle gerade fest, wie naiv ich die letzten 10 Jahre war. Nein, aber so, weißt du, ich bin ja bei dieser Argumentation, bin ich ja dabei.
wenn ich sage, ich habe mein eigenes Eigentum, mein Haus und ich hole mir da den billigen Handwerker, der vielleicht das mal ein YouTube-Video gesehen hat, und das schädigt nachher am Ende des Tages nur mich selber, weil ich entweder einen Fußboden doppelt kaufen muss oder die Wand nochmal streichen muss, bin ich ja voll dabei. Ja. Wirtschaft, Liberalität, soll jeder ja machen, wie er das will. Ich gehe sogar so weit und sage, okay, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt noch Eigentümer eines großen Villengeländes und ich setze mir da einen rechtsextremistischen Sicherheitsdienstleister an mein Tor, das nur dafür sorgt, dass bei mir keiner einbricht, würde ich auch sagen, Haken dran. Aber Thema wird es doch, wir kommen doch eigentlich doch in eine staatliche Verantwortung immer dran, wenn ich doch noch eigentlich ein höheres Rechtsgut habe. Also bleiben wir beispielsweise bei den Asylbewerberheimen. Da sollen... Da habe ich doch als Staat auch die Verantwortung, auch unabhängig des Flüchtlingsstatus, aber es gibt ja sowas wie Menschenrechte, die dann irgendwie auch so verankert sind in den Grundrechten, wo ich dann doch als Staat sagen muss, nee, da kann ich doch nicht mehr auf Wirtschaftsliberale hören, sondern da brauche ich einfach aus der Verantwortung und aus dem Druck, was daraus entstehen kann, und das, wir erleben das ja, das sind ja keine Fantasiegeschichten an dieser Stelle, sondern Burbach, Halberstadt, Bamberg, was auch immer da an Beispielen genannt wird, dass ich da viel stärker eine Verantwortung mache. Ja, völlig richtig, aber ich will dir mal etwas auf so eine, ich weiß nicht, sarkastische Art, das ist sarkastisch, antworten. Der Staat hat weder große Zahlen an Flüchtlingen noch ein Coronavirus vorgesehen. Ja. Weißt du, also das ist sozusagen eine Unverschämtheit, dass jetzt plötzlich da irgendwie eine Situation entstanden ist, ja, und dann noch irgendwie an der Spitze der Politik das auch noch zugelassen wird, dass man massenweise Flüchtlinge kommen lässt. Das hat der Staat, also im Sinne der Bürokratie, der Verwaltung, nicht vorgesehen. So, und er hat auch nicht vorgesehen, dass jetzt irgend so ein blöder Virus da kommt und uns das Leben schwer macht. Ja, so. Genau. Also das widerspricht, die Behauptung ist also, das widerspricht einer gewissen Logik bestimmter Teile des Staatsapparates, die sich so in den letzten 20 Jahren hegemonial war. Das heißt, wir halten uns raus, wir lassen die wirtschaftlichen Akteure schon machen. Ja, und wenn wir nämlich das tun, wir halten uns raus und lassen die machen, machen wir genau das Richtige, was die nämlich wollen. Ja, und wir sind aber auch gleichzeitig aus der Verantwortung heraus. So, und man könnte jetzt so weit gehen und sagen, das Recht ist jetzt vielleicht an manchen Stellen. Lernen wir was da, also das Spannende, lass mich anders formulieren, das Spannende wäre ja, wenn man was daraus lernen würde. Ich meine, die Flüchtlings- oder Migrationskrise ist ja jetzt auch 6 Jahre her, wo man plötzlich sagte, okay, ich habe eine plötzlich auftretende Situation, bin ich ja auch in dieser sarkastischen Antwort, bin ich ja voll dabei. Ich muss, wenn plötzlich was auftritt, was vielleicht beim Coronavirus eher eine Zäsur war plötzlich und ich Ressourcen brauchte als in der Migrationskrise, die vielleicht, die sind ja nicht per Fingerschnipsen an der Grenze aufgetaucht. Aber unabhängig davon, aber ich muss doch dann sagen, okay, ich muss doch aus einer Sofortreaktion hinkommen zu einer Planreaktion. Ja, aber ich glaube, Verwaltung, Bürokratien handeln nicht so schnell. Ja, das ist ja vielleicht so ein bisschen so Ideologie, dass man glaubt, man muss eben einen Staat so weit reformieren, ja, dass er zu einem schneller handeln kann, schneller reagieren kann. So, ne? Man will Resilienz herstellen, man will, also resiliente Bevölkerung, resiliente Strukturen schaffen, Unternehmen und so weiter. Aber was diesen ganzen Bereich betrifft, ich glaube, da wird viel heiße Luft produziert, viel geredet und letztlich kann man das dann nicht. Auf die Gründe, da müsste man sich länger mit beschäftigen. Ja? Also natürlich kann man immer sagen, also es zeichnet eben nur mal Bürokratien aus, dass die schwerfällig sind, dass die Strukturen haben, die sich nicht so schnell verändern lassen, sonst wären es auch keine Bürokratien. Ja? Das ist also, sagen wir mal, ein zentrales Moment einer Bürokratie. Aber allerdings ist es so, das ist auch widersprüchlich, weil Liberale argumentieren ja oft damit, mit dem Verweis auf die Schwerfälligkeit von, oder
Reformierbarkeit von Bürokratien darauf, dass man eben Abstand nehmen sollte. Ne? Wir brauchen weniger Bürokratie. Und allerdings ist der Verweis darauf, dass der Markt das schon alles schon regelt. Ne? Das funktioniert ja dann auch nicht. Das weiß man doch auch eigentlich heute, wenn man ehrlich ist, ne? Dass man auf die Selbstheilungskräfte oder Regulierungskräfte des Marktes auch nicht so vertrauen darf. Ja? Zumal sich da auch immer Machtstrukturen durchbrechen, die also mit Markt auch nichts zu tun haben. Also Markt ohne Gewalt funktioniert ja eigentlich auch nicht, streng genommen. Jedenfalls, also das ist so ein bisschen das Dilemma des modernen Liberalismus, der behauptet zwar, er könne ohne Staat klarkommen, also oder zumindest, man könnte natürlich sagen, das ist vielleicht eher so die platte Version eines Liberalismus, streng genommen. Ja. Ich glaube, das würde vielleicht ein ernstzunehmender Liberale auch nie zugeben, dass er gar nicht ohne Staat kann, ja, aber es wird immer so verkauft. So. Und ja, also das ist eine Illusion, genauso wie es aber eine Illusion ist von, sagen wir mal, sehr staatsgläubigen Ideologien, Menschen, ja, dass sozusagen der Staat der bessere Akteur wäre. Das stimmt wiederum auch nicht. Das, ja, also man ist halt abhängig voneinander. Das ist das Problem. Und aus dieser Abhängigkeit, meiner Meinung nach, kommt man nicht heraus. Du hast vorhin jetzt angesprochen gehabt, diese Fragestellung, die haben wir ja letzte Woche, glaube ich, auch in deinem Vertiefungsgebiet diskutiert, so ein Quo vadis Sicherheitsbranche, könnte man ja sagen. Ne? Also die Fragestellung... Frei nach dem Titel von dem Buch von Herrn Stober. Genau. 20 Jahre später. Aber letztendlich ist es ja, also ja. Ich meine, ich habe zu meinen Studienzeiten gab es eine Studie, ich komme gar nicht auf den Titel, da hat man so gefragt, so in, wie sieht die Sicherheitsbranche in 20 oder 25 Jahren aus und total reformiert und bessere Gesetzgebung und mehr Technik und im Endeffekt würde ich heute sagen, sind wir ich habe es letzte Woche verglichen mit dem Taxigewerbe, wo ich dann meinte, naja, letztendlich glaube ich, werden wir irgendwann, wenn wir es nicht sowieso schon in Teilen momentan sind, sprich Technologien, von rechts oder von links oder mittig überholt, weil wir unser Produkt, Sicherheitsdienstleistung, wie das Taxigewerbe, ich bringe dich von A nach B und es ändert sich eigentlich nur das Gefährt, nicht weiterentwickeln. Ja, wir haben immer wieder so Technikansätze, wir verknüpfen das mit Videokameras, aber ich kenne keinen Sicherheitsdienstleister, der sagt, ich biete dir jetzt die Technik und das Personal und die Alarmempfangszentrale und die Überwachungstechnik, weil letztendlich die Videokameras kauft er sich auch ein und verkauft sie dann als Reseller oder als Dienstleister an der Stelle. Ja, Quo vadis Sicherheitsbranche, was glaubst du? Ja, weil also 20 Jahre ist jetzt gar nicht so eine große Zeit. Ich glaube auch, dass da jetzt nicht so wahnsinnig viel passieren wird. Also ich denke mal, es wird sich stabilisieren in dem Bereich. Also wir werden ein Gesetz bekommen, wo natürlich immer noch die Frage ist, aber selbst so ein Gesetz verändert eine Branche ja nicht von heute auf morgen. Ja, also die Auswirkung, je nachdem, was drinsteht, klar, ne? Aber würde da mehr drinstehen, als dass bloß die Gewerbeordnung drinsteht, könnte man die Auswirkung wahrscheinlich auch erst frühestens nach 5 Jahren evaluieren. Ja, wenn ich erst nach 10 oder 20 so wirklich. Ne? Wenn du daran denkst, Sachkundeprüfung, Fachkraft, das hat auch alles vor 20 Jahren stattgefunden. Bestandsregelung, ja. Dann wahrscheinlich auch greifen würden. Genau, also das sind so Dinge, die, wo man erst mal abwarten muss. Ich glaube, was also die Grundstruktur des Gewerbes betrifft, wird sich nicht viel ändern, denke ich mal. Ne? Also was sozusagen den Personalstamm betrifft, was die dominanten Firmen betrifft, die existieren, ja, und im weitesten Sinne auch das, was sie tun dürfen, was sie nicht dürfen, glaube ich nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, was ich stark verändern wird und was einen Einfluss haben wird auf die Branche, ist genau diese Frage digitaler Dienstleistungen, denke ich mal. Ich glaube, da ist sozusagen vielleicht ein neues Geschäftsfeld, auf das sich dann auch viele neue Firmen, möglicherweise auch manche große, nicht alle, hinorientieren werden. Also bei Securitas, die werden natürlich ihr Geschäftsfeld, ihr großes, da nicht aufgeben, aber für die könnte es ja durchaus interessant sein, die haben ja dann auch am ehesten die finanziellen Mittel dafür, da reinzukommen, ja, oder sich irgendwie
vielleicht da Firmen aufzukaufen, die jetzt, das ist so ein kleines Startup, das sich irgendwie mit digitaler Sicherheit beschäftigt und erfolgreich wird. Ja, das ist dann für die großen, auch andere Unternehmen natürlich, vielleicht noch, es gibt ja viel größere, denk an die großen Internetkonzerne, ja natürlich interessant wird. Ja, also eher könnte man sich vorstellen, dass irgendwann Meta, also früher Facebook, einen eigenen Sicherheits, nicht, die haben auch eine eigene Sicherheitsabteilung, klar, aber warum sollten die dann nicht nochmal eine spezialisierte Sicherheitsfirma haben, ja, die auch speziell Sicherheitsdienstleistungen an den Staat verkauft, so. Warum nicht? Ne? Auf Basis der Daten, die sie haben. Ja, ja, natürlich. Das ist eher die große Gefahr. Das sind auch die ganzen Dystopien, die man sich jetzt, die so aktuell sind. Da ist doch eher das große Gefahrenszenario. Also wir haben die Gesellschaften und auch dann die Staaten werden immer abhängiger von Daten. Mhm. Ne? Also, und Daten werden gesammelt, Daten werden verkauft und diejenigen, die die Daten haben, die werden wahrscheinlich eine unheimliche Macht bekommen. Weil, ne, weil die sind vielleicht nicht die Einzigen, die darüber entscheiden, was mit denen gemacht wird, aber sie spielen natürlich eine wichtige Rolle dabei. Ja, und das heißt, sie haben, können dann also ihre Daten auf unterschiedliche Weise verkaufen oder auch den Schutz vor dem Missbrauch der Daten. So, ne, und da könnte es ja sein, wenn also die staatlichen Strukturen, die überkommen, nicht die Kapazitäten haben, nicht die Fähigkeiten haben, das in den Griff zu bekommen. Ne, diese Daten zu verwalten oder zu sichern, zu schützen, dann ist es vielleicht für die dann erstmal naheliegender, eben mit den Datenbesitzern Geschäfte zu machen. Ne, dann werden die dafür bezahlt, dass sie die Daten sichern. Ich meine, die großen Cloud-Unternehmen, das sind ja auch alles Privatunternehmen, die halt die Clouds verwalten, ne, auch für den Staat oder so teilweise. Ja. Und also ich glaube, da wird es dann vielleicht interessanter, dieses Segment privater Sicherheitsdienstleistungen wird wahrscheinlich eher wachsen und vielleicht auch sehr viel mehr Profit abwerfen. Ja. Du wirst wahrscheinlich immer, auch in der hochtechnisiertesten Gesellschaft, irgendwo noch ein Unternehmen haben, das eben die paar Leute, die man noch braucht, Menschen da irgendwo hinstellt und diese Dienstleistung anbietet. Ja, weil auch in irgendwelchen Szenarien, die man sich so vielleicht überlegt, wo vieles durch Technologie geleistet werden kann. Zutrittsbarrieren und so ein Zeugs. Ne? Allein schon, aber immer in der Kooperation eben mit Datenverfügbarkeit, ne? Datenabgleich, dass du dann zwar immer noch irgendwo eine Person hast, die vielleicht hinter der letzten elektronischen Zugangskontrolle immer noch ein Mensch da steht, der den Menschen da willkommen heißt, der da durchkommt, ja, oder doch nochmal guckt, dass derjenige keiner ist, der vielleicht selber in der Lage ist, gewesen ist, sagen wir, durch sein eigenes technisches Know-how sämtliche technischen Zutrittskontrollen zu überlisten, ja, sondern immer noch sagt, du bist aber die Person, ja, oder ja, dich lasse ich rein oder nicht. Das halte ich jedenfalls, denke ich, wird es das immer geben. Auf der anderen Seite, in Japan haben wir ganze Hotels, die nur durch Roboter betrieben werden, vom Check-in bis über die Dienste. Ja, aber dann hast du mindestens die Herstellerfirma von dieser ganzen Technologie. Dann bist du aber ganz weit hinten. Ja, dann bist du ganz weit hinten. Ja, dann hast du, dann ist halt vielleicht der Sicherheitsmitarbeiter, der auf der untersten Stufe in der Zukunft, der sitzt halt am Terminal irgendwo. Ja. Kann ja sein. Ja? Aber das ist auch eine teure Angelegenheit. Ja, ich meine, wenn wir jetzt wirklich ernsthaft darüber diskutieren wollen, wie sich vieles entwickelt, das können wir sowieso nicht wissen, weil das Zukunft hat immer so viele Faktoren, ja, die man dann nicht einkalkuliert. Ich meine, wenn du jetzt an so Dinge wie Klimawandel denkst, ja, und sonstige Krisen, die es noch gibt, die können ja auch die reale Situation der Zukunft völlig anders sich entwickeln lassen, als wir uns das jetzt gerade vorstellen. Ja, also auch, also, weißt du, man glaubt an die Fähigkeiten oder die, sagen wir mal, die Intensität, wie Technologien Gesellschaften verändern, und das tun sie auch, aber vielleicht nie in dem Maße, wie wir uns das vorstellen. Also ich glaube, um sich das klar zu machen, muss man sich dann gucken, was haben die Leute für Ideen gehabt, sagen wir mal Jules Verne oder sowas im späten 19. Jahrhundert, ja, als dann den Elektromotor, Verbrennungsmotor, was dann alles möglich wäre und was dann real passiert ist. Und so wird es mit der Digitalisierung, glaube ich, genauso sein. Nicht alles, was wir uns da heute vorstellen, wird sich auch tatsächlich umsetzen.
weil es vielleicht nicht praktikabel ist, weil es zu teuer ist, weil niemand da ist, der irgendwie da investieren möchte, weil er mit der Hoffnung, dass er da einen Gewinn hat. Ja, es kann ja alles sein. Ja. Aber dann sagst du ja, eigentlich ist ja der Blick des BDSWs ja eigentlich ein zukunftsträchtiger. Also ich war jetzt gerade. Ich weiß gar nicht, ob die so weit hinausgucken, du. Dann war es ein Zufallstreffer, weil sie fordern ja praktisch auch diese ganze Thematik Inhouse-Sicherheit und alles, wo wir heute noch sagen, wir haben eine klare Abgrenzung, zu privatisieren. Ist ja letztendlich. Ja, aber du sagst aber im Umkehrschluss, naja, die Zukunft könnte ja so aussehen, dass du eben eher von diesen Unternehmen herkommst und die sagen, wir haben Daten und wir haben Sicherheit und wir packen das zusammen, was ja letztendlich A, ein ganz anderes Geschäftsfeld wäre und überhaupt gar nichts mit der Realität heute zu tun. Guck mal, so ein Branchenverband wie der BDSW ist doch nicht groß. Der hat auch keine, vertritt hauptsächlich, auch wenn Securitas als großes Unternehmen dabei ist, also hauptsächlich mittelständische Unternehmen, die ein begrenztes Interesse haben, also was sozusagen ihre unmittelbare Tätigkeit betrifft oder was ihre Perspektiven in diese Zukunft betrifft. Ja, die sind alle viel zu klein, um irgendwelche großartigen Pläne für die Zukunft zu machen. Ja, natürlich ist es aber auch, sagen wir mal, von Vorteil, dass man also diese Szenarien denkt, die sich doch nicht selber aus, sondern die beziehen sich auf Szenarien, die insgesamt gemacht werden, vielleicht von Wirtschaftsinstituten, von Versicherungen, orientieren ihre Geschäftsfelder dahingehend. Natürlich ist es dann vielleicht wenn man gegen die Öffentlichkeit, gegenüber der Politik dann auch noch so sagt, ja, was dann vielleicht noch alles so möglich wäre, wobei ich finde, die halten sich da schon sehr zurück, ja, sondern die wollen vielleicht nur, dass man von vornherein für mögliche Zukunftsszenarien im Gespräch ist. Guck mal, wir haben doch gehört, wer hatte das gesagt, warst du das nicht selbst oder war es Herr Stopp? Nee, du hast es gesagt. Es gibt viele Unternehmen, mit denen du gesprochen hast, die dir gesagt haben, beim BDSW sind wir doch bloß, weil die Auftraggeber das verlangen. Ja, weil nach dem Motto, weil die ja selber sozusagen durch das Lobbying beeinflusst sein, mindestens davon ausgehen, ja, der setzt die hohen Standards und wir wollen auch nach außen signalisieren, wir nehmen nur Firmen, die entsprechende Standards umsetzen und wahrscheinlich ist am wichtigsten, dass es auf dem Papier steht, gar nicht, ob das tatsächlich der Fall ist. Deswegen sind wir in dem Verband drin und zahlen einen Mitgliedsbeitrag. Mhm. Das ist ja in vielen Branchen so, man ist in dem dominanten Verband drin, weil das halt auch fürs Geschäft gut ist. So, nicht unbedingt, weil, also sagen wir mal, oder für die Außendarstellung gut ist. Ja? Das muss aber nicht in jedem Fall vielleicht unbedingt als erforderlich, weil viele von den Unternehmen haben doch sowieso einen relativ begrenzten Kundenkreis, also sowohl Zahlen von der Anzahl her, als auch vom geografischen Raum, den sie abdecken. Ja, also wir haben es ja mit einer Branche zu tun, wo eben wirklich die Mehrheit, man darf sich, glaube ich, von der Tatsache, dass da die großen Unternehmen, die halt die meisten Beschäftigten haben, die meisten Umsätze haben, so dominieren, nicht verwirren lassen, weil die vielen anderen, an kleinen, aber an Zahl größere Unternehmen, die haben in der Masse ja auch eine Wirkung. Die haben vielleicht nicht als einzelnes Unternehmen besonders große Macht, da sagen wir mal, die Politik des Verbandes zu bestimmen, ja, aber in ihrer Masse schon. Und wenn es darauf hinausläuft, ne, dass die mit den Füßen abstimmen oder so. Ja? Und ich will nur darauf hinaus, dass die haben die Masse der Unternehmen, ob die in der ganzen Branche, selbst im Verband, auch wenn sie da vielleicht keinen Einfluss haben, die haben begrenzte Interessen. Das, was wir als große Forderungen oder Perspektiven des BDSW verstehen, ist, glaube ich, im Wesentlichen, und das merkst du doch, weißt du doch selber, wo die jetzt, wenn die da im Workshop da im Ministerium hocken, wer hockt denn da konkret? Das sind die Vorstellungen von den großen Unternehmen, die am ehesten sich vorstellen können, dass sie so was leisten können. Ja, also dass sie da mehr leisten können, ja, dass sie in den öffentlichen Raum mehr ausgreifen können. So ein kleines Unternehmen kann es doch meistens gar nicht leisten, hat auch gar kein Interesse daran. Besagt, ja, also wie wir gehört haben, Sicherheitsfirmen in Bielefeld, ja, oder so, die sich von vornherein, sagen wir mal, auf ihren Bereich beschränken, der funktioniert und für die es sozusagen ein Risiko wäre, noch größer werden zu wollen, als sie sind.
Das heißt also, ich habe es immer verglichen und habe gesagt, naja, wieso schafft das denn der Bauernverband, wo du vielleicht sicherlich auch größere Zusammenschlüsse hast, aber im Grunde eigentlich Einzelbauern, die mal größer, mal kleiner sind. Warum schafft der es, A, auf der einen Seite mit dem Finger zu schnipsen und Berlin wird lahmgelegt, weil die Traktoren durch die Stadt fahren? Ja. Und auf der anderen Seite, warum schafft das so ein Verband tatsächlich, die Politik wirklich zu beeinflussen? Und tut er das? Also, ja, ich sag mal, wenn ich an die Frau Glöckner denke beispielsweise und ihre... Ja, aber war das... Ja, okay. Ne? Aber Bauernverband ist ja nicht gleich Bauernverband. Also ich kenne mich da in der Branche nicht aus, muss ich sagen. Also, aber es gibt so viele kleine oder mittelständische Bauern gibt es doch gar nicht mehr. Du hast auch große Agrarunternehmen, die wahrscheinlich auch da drin sind teilweise. Ja, vielleicht nicht die großen Agrarkonzerne, aber größere. Ja, also es gibt, glaube ich, auch nicht nur einen Bauernverband. Da gibt es sicherlich auch mehrere. Den großen deutschen Bauernverband hier in der, in der Friedrichstraße. Natürlich gibt es kollektive Interessen. Ne? Deswegen tun sie sich ja auch zusammen, viele kleine. Und klar, also ich glaube, wir müssen, Debatte um die Interessen des Gewerbes, dass die ja jetzt mehr in den öffentlichen Raum wollen, ist ja gerade vor allem in letzter Zeit dadurch befeuert worden, ne, dass gesagt wird, ja, wir können doch hier im kommunalen Bereich Corona-Maßnahmen die Einhaltung von Corona-Maßnahmen überprüfen, kontrollieren. Und da natürlich hat es damit zu tun, dass da auch ein kleines Unternehmen, wenn schon überhaupt, wo sind die aktiv im kommunalen Bereich? Na, die sind eben nicht weltweit aktiv, die sind auch nicht für einen großen Konzern überall aktiv, sondern die sind vor allem kommunal aktiv. Na klar, und da, klar, da ist ein gemeinsames Interesse auch von vielen Kleinen, da hast du schon recht. Aber jetzt, dann lass uns einen Schritt zurückgehen, dann muss es vielleicht nicht das kollektive Interesse zu sagen, wir wollen mehr Rechte und wir wollen mehr vordringen, wäre das nicht aber ein kollektives Interesse, dass ich nicht Stellenausschreibungen wochenlang, monatelang habe und mich nachher vom Markt beeinflussen lassen muss, weil es nur einen Bewerber gibt und den muss ich vielleicht dann nachher nehmen? Wäre das nicht ein kollektives Interesse, zu sagen, okay, auch wenn ich nicht mehr Verantwortung haben möchte, aber müsste ich nicht kollektiv das schaffen, dass ich ein besseres Image bekomme? Dann wäre die Frage, wie kriege ich ein besseres Image als Branche? Wahrscheinlich grundlegend meine Perspektive erstmal über Bezahlung, dann über Qualifizierung und Ausbildung, dann vielleicht doch über Aufgaben. Und wenn ich die Probleme gelöst habe, löst sich doch mein kollektives Interesse daran, dass ich eben nicht mehr 13.000 offene Stellen habe vor Corona, nach Corona wahrscheinlich noch mehr. Oder jetzt haben wir es ja im Anlauf bei der Bundesligaspielen wieder gesehen. Die Dienstleister, die im Stadion sind, haben ihre Leute vor oder mit Beginn der Geisterspiele oder haben sie rausgesetzt vor die Tür, weil sie nicht mehr bezahlen konnten oder nicht mehr einsetzen konnten. Die sind in andere Bereiche reingebrannt. Und jetzt stehen wir wieder da an dem gleichen Punkt wie 2015 bis heute oder davor und wir denken uns immer drüber, na, was machen wir? Und die einzige Antwort, die wir dort haben, ist nicht, dass wir uns als Branche gemeinsam hinsetzen und sagen, wie können wir dieses Problem lösen, sondern wir gehen rein in einen Kannibalisierungseffekt, indem wir sagen, okay, ich biete dir nicht mehr 500 Euro Prämie, sondern 1000, 1500, du kriegst einen Führerschein. Das ist halt konkret untereinander, die ist halt ziemlich groß. Aber das löst ja nicht das Problem der Branche. Ja, aber das löst ja auch nicht mein Problem. Aber wenn weißt du, 10-mal 1500 Euro und der Mitarbeiter ist am nächsten Monat wieder weg und ich habe ihm Geld aber bezahlt. Weißt du, das Problem ist ja, ich meine, solche Verbände gibt es ja auch deswegen, weil sie die Aufgabe haben, dieses kollektive Interesse, was du gerade gesagt hast, überhaupt mal zu formulieren, weil das ja oft, das existiert vielleicht abstrakt, aber nicht unbedingt in der Praxis der konkreten Unternehmen. Weil da hast du die Konkurrenz wieder untereinander. Das ist ja auch so ein Widerspruch. Ja? Man hat, es gibt zwar ein kollektives Interesse, aber es ist sozusagen in der marktwirtschaftlichen Konkurrenz von verschiedenen Unternehmen bleibt es oft sehr abstrakt. Das heißt, das zu artikulieren ist dann wieder die Aufgabe von Dritten. Das sind dann die Verbände und deren Vertreter. Und hier ist, glaube ich, sich da das Hemd näher als die Hose. Ne? Da hat jedes Unternehmen erstmal nur an sich, an die eigene Überlebensfähigkeit, an die eigene
Möglichkeit, Kunden zu akquirieren, Aufträge zu bekommen, und mehr interessiert die erstmal nicht. Und wenn die halbwegs ihren Status quo halten können, sind, glaube ich, die allermeisten Geschäftsführer erstmal zufrieden. Jetzt müssen wir zum Abschluss, falls auch deine Studenten zugucken, jetzt müssen wir noch was Positives finden. Warum dann, oder warum ist dann doch eine Akademisierung einer Branche wichtig? Naja, wird die ganze Branche akademisiert? Ja, nee, aber was, also ich bin grundsätzlich, die Sache ist die mit der, was heißt Akademisierung, also das ist ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite, wenn man sich jetzt darunter vorstellt, okay, hier geht es darum, Leute besser zu bilden auch oder zu befähigen, zu qualifizieren, also im Sinne von, ja, da ist für jeden Einzelnen die Möglichkeit, für sich bessere Voraussetzungen herzustellen, dann unterstütze ich das ja. Aber und das ist ja auch ein Teil des Gedankens natürlich. Aber gleichzeitig ist da so ein Missverhältnis. Akademisierung ist eine politische Entscheidung gewesen. Ja, wir wollen also da qua Akademisierung den Leuten bessere Berufsmöglichkeiten geben, ja, oder das in die breite Masse auf ein höheres Niveau heben. Aber es ist gar kein Bedarf für da. Also das ist das Komische, man sagt immer, ja, diese neuen Studiengänge sind eingeführt worden, auch unter anderem deswegen. Also die Bildungspolitiker sagen, ja, wir haben immer mehr Studierende, wir haben immer mehr Hochschulzugangsberechtigte, die sind aber nicht alle auf demselben Niveau zu halten, also brauchen wir sozusagen solche Bachelorstudiengänge, also kürzere Studiengänge, als es früher der Fall war für die breite Masse. Gleichzeitig hieß es dann auch immer, weil die Wirtschaft möchte es so, dann die Leute nicht schneller studieren, früher in die Wirtschaft kommen, da können wir sie früher ausbeuten, also weil sozusagen früher auch in den konkreten Aufgabenbereich integriert werden können. So, jetzt hört man aber auch immer wieder, selbst in vielen Unternehmen, die Absolventen, die wir haben, die können nichts. Ja, und da fehlen Grundfertigkeiten. Also es gilt sicher nicht für jeden Studiengang und jede Branche, wo die Leute arbeiten, aber sowas hört man ja auch. Ja? Also, aber es ist sowieso eine Kunst, das ist vielleicht nichts Ungewöhnliches, dieses Missverhältnis, ne? Da einen Ausgleich also herzustellen, ne? Zwischen dem Bildungsauftrag im Allgemeinen, einer Qualifikation, die den Leuten nützt und die dann nochmal im Interesse derer ist, die die Arbeitsplätze zu vergeben haben. Ja. Und weil die Arbeitsplätze, es hat sich ja kein neuer Arbeitsplatz geschaffen. Ne? Also vielleicht in der Quantität, aber in der Qualität, ob ich jetzt vorher Führungskraft war und mich hochgearbeitet habe. Ja. Aber das hatten wir ja vorhin schon. Also diese Akademisierung auch hier, das hat ja mit den Bedürfnissen des privaten Sicherheitsgewerbes, mit den Massenbedürfnissen im Gewerbe nichts zu tun. Ja? Also auch wenn man weiß jetzt, dass ein Studiengang wie hier SIMA im Zuge oder in Kooperation mit dem Gewerbe entstanden ist, aber das war ja dann auch sozusagen nur in Kooperation mit den Großen oder mit dem Berufsverband oder Arbeitgeberverband. Um in der Branche zu arbeiten, brauchst du dieses Studium nicht. Ernsthaft. Also kommen wir eigentlich wieder auf den Punkt zurück. Das ist schön, dass dann du dann auf einer Pyramide zeigen kannst, pass mal auf, hier auf dieser Ebene befindest du dich oder von dort kommst du und das könntest du machen und das haben wir in der Branche, aber für das reine private Sicherheitsgewerbe. Ja, also das weckt ja auch Begehrlichkeit. Also ich habe es an mir selber gemerkt. Also guck mal, du bist vielleicht ein Beispiel davon, das aber so aus der Statistik fällt. Ja, du hast das alles studiert und hast dich jetzt selbstständig gemacht. Wie viele von den Leuten, die, sagen wir mal, in der Branche arbeiten, haben den Weg hinter sich? Oder wie viele von denen, die das jetzt studieren, gehen diesen Weg? Ja, ich hatte einen anderen Gedanken an der Stelle, weil ich sage, das weckt ja auch Begehrlichkeiten, ne? Wenn du jetzt sagst, also ich kann es an meinem machen, aber vielleicht ist das auch dieser Ansatz für die Revolution der Branche, zu sagen, naja, ich habe 2013 meinen Bachelor abgeschlossen und bin danach zu meinem Geschäftsführer gegangen bei Securitas und habe gesagt, du pass auf, jetzt habe ich einen Bachelor, was kannst du mir anbieten, was anderes als vorher? Und mein Geschäftsführer damals sagte,
habe nichts anderes, ja. lerne erstmal die Branche. Mal davon abgesehen, dass ich davor schon die 5 Jahre hatte und wurscht, unabhängig. Ja. Kannst du immer wieder diskutieren, ab wie vielen Jahren Erfahrung hast du wirklich Erfahrung. Und manche werden dir sagen, nach 60 Jahren hast du noch keine Erfahrung. Aber unabhängig davon, du stehst halt da. Und ich glaube, wenn du viele junge Menschen hast, wo sich ja auch heute, glaube ich, auch dieses Verständnis von beruflichen Alltag, von Work-Life-Balance, von der Tätigkeit oder sowas sowieso verändert. Wenn du da plötzlich jetzt viele junge Menschen hast, die nach dem Bachelorabschluss rauskommen und sagen, ich will jetzt aber was anderes machen, dann hast du sicherlich auf der einen Seite den Markt, der sagt, ich kann dir aber nichts anderes anbieten, als du vielleicht vorher mit einem Meister schon gemacht hast oder mit einer Fachkraftqualifizierung. Aber bevor die alle wegrennen, wird sich vielleicht, und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, ich sage auch ein bisschen gefühlt, hat sich da auch schon was verändert. Ich habe es in meinem Seminar gesagt, dass ich 2010, 2011, 2012 gab es keine Ausschreibung für Bachelorstudenten. Da haben sie alle nach Bundeswehrangehörigen, nach Bundespolizisten, nach Landespolizisten. Jetzt bei Sicherheitsfirmen. Bei Sicherheitsfirmen, bei gut, Konzernsicherheit blenden wir mal an dieser Stelle aus, aber auch bei Sicherheitsfirmen. Also von daher, da hat sich schon ein bisschen was getan, aber da wird sich vielleicht aber auch aus Druck die Branche verändern müssen. Vielleicht ist es ja so auch, dass, guck mal, also bis in der Branche, also die Ausbildung, ja, oder war, ich weiß es leider nicht genau, müsste ich selber nochmal überprüfen, wie stark das Interesse der gesamten Branche eigentlich tatsächlich in dieser Fachkraftausbildung gewesen war. Ja, oder wie viel eben es nur, sagen wir mal, wie gesagt, ein Schachzug war, ja, der irgendwie eher den Zweck hatte, die Bedeutung der Branche nochmal hervorzuheben und die, sagen wir mal, nach außen hin zu sagen, wir bieten auch Qualität an. So, dann hat man erstmal so das hergestellt, ohne wahrscheinlich, dass es vor seitens der potenziellen, also dass es vor viele Interessenten gegeben hätte, die gesagt hätten, ich will jetzt aber hier eine Fachkraftausbildung machen, warum gibt's die nicht? Also es kam ja jetzt nicht seit der Belegschaft, ja, oder irgendwelche Absolventen von Schulen, jetzt will so eine Fachkraftausbildung machen, ja, sondern man hat das dann eben eingeführt, weil man damit natürlich so ein bisschen, also nicht nur nach außen, das wäre jetzt übertrieben, das darauf zu reduzieren, sondern sicherlich da auch, wie gesagt, so qualifiziertes Personal auch heranbilden wollte. Das dauert aber immer ein bisschen, ne, bis das angenommen wird, ne? Also das ist ja auch, wenn man sowas einführt, so ein bisschen eine Spekulation, so, also man muss erstmal ein Angebot schaffen, bevor dann auch die Nachfrage dann auch tatsächlich da entsteht und dauerhaft entsteht und das, sagen wir mal, eine Ausstrahlungswirkung hat. Ne? Du brauchst dann auch erstmal Leute, die das durchgemacht haben, die dann auch tatsächlich einen besseren Job haben, eine bessere Bezahlung. Ja, da haben wir ja auch das Problem, werden die Leute dann tatsächlich deswegen auch viel besser bezahlt danach oder welche konkreten Tätigkeiten machen in der Praxis? Und erst wenn sich da tatsächlich was Überprüfbares, Sichtbares verändert, hat es dann auch eine Sogwirkung. Mhm. So. Und die ist anscheinend bisher noch nicht so groß gewesen, aber auch nicht gar nicht vorhanden. Ja, aber die Leute, die hier studieren, na, die wollen ja nicht danach die Fachkraftausbildung machen, ist ja klar, sondern die wollen die studieren, manche eben dann mit der Hoffnung, dass schon vom Bachelor sie dann in den Managementbereich kommen können und dann haben sie ja noch die Möglichkeit, die theoretisch nochmal einen Master zu machen, ja, oder dann halt auf dem Niveau mit dem Bachelor relativ guten Einstieg in ein Unternehmen, einen Konzern und sich da hocharbeiten, dann kann man vielleicht auch noch berufsbegleitend weiter studieren oder sowas. Das heißt, wer hierher kommt, der hat eigentlich kein Interesse, die Ochsentour im Sicherheitsgewerbe zu machen. Das ist eigentlich schon mal klar. Ja, und höchstens eben, dass Leute vielleicht, wenn sie den Mut haben, sagen, wie du dann im Grunde auch, aber auch erst nach einer gewissen Zeit, nicht sofort, dann mache ich mich eben selbstständig. Ja, aber Selbstständigkeit ist ja auch immer mit einem Risiko verbunden, das weiß man ja. Das kann ja auch schief gehen. Ne? Und ja, also Und dann hast du das Problem, das ist nochmal dieser andere Aspekt, das wissen aber auch alle, das wisst ihr auch, dass die Leute, die also als
Arbeitnehmer in die Branche einsteigen, ja, als Beschäftigte, als Mitarbeiter. Wie gesagt, ein großer Teil macht das eher so aus Verlegenheit und steigt dann dort ein, wo er einsteigen kann. Und das kann ja sein, dass viele von den Leuten, ohne dass ich die, also das soll ja kein Bashing der Leute sein, aber dass da viele vielleicht auch die Fachkraftausbildung, vielleicht hat sich das noch nicht so rumgesprochen, vielleicht überfordert viele schon die Vorstellung zu machen, vielleicht werden einfach gar nicht so viele Ausbildungsplätze auch angeboten, ja, so, also das heißt, du darfst die Tatsache, dass da 13.000 Stellen irgendwie unbesetzt sind, nicht gleichsetzen mit, wir haben ja jetzt irgendwie doch, wir könnten die Stelle alle mit Fachkräfteleuten auffüllen, das ist gar nicht gewollt. Ja, und dann hast du gleichzeitig aber noch das Problem, dass auch die Leute mittlerweile, die sagen wir auf der untersten Qualifikationsstufe sind, mittlerweile auch ein bisschen mehr Geld bekommen und auch vielleicht auch mehr verlangen in Zukunft. Ja, und dann, ich glaube, das hat auch Herr Stoppelkamp gesagt, also du musst ja doch immer noch irgendwie, so eine Ausbildung, die muss ich ja rechtfertigen. Mhm. Ja, die muss ja auch irgendwo, da muss es also eine Distanz geben zwischen denen, die jetzt nur eine Unterrichtung und Sachkunde haben oder eine GSSK. Ja, und wo liegt die? Also ja, die sollte in der Qualifikation liegen natürlich, nachweisbar, aber nicht nur in der theoretischen oder abstrakt formulierten, ja, und das sollte sich natürlich dann wiederum auf die Bezahlung auswirken. Aber wenn du noch wenig Leute hast, die sozusagen wo du weißt, jetzt hast du irgendeinen bestimmten Prozentsatz an Leuten, die haben die Fachkraft, ja, und das, die zeigen auch, dass sie tatsächlich, dass also diese Fachkraftausbildung sie auch tatsächlich zu etwas Besserem qualifiziert, ja, als die anderen. Und ich weiß nicht, wenn ich ein Unternehmer wäre und ich mir überlege, ob ich die Leute, die ich jetzt ein paar Jahre habe, die können das alle. Und die brauche ich eigentlich nicht weiter qualifizieren, die haben genug Berufserfahrung, ja, aber die haben halt nur relativ moderaten vielleicht Lohnanstieg bekommen. Warum soll ich mein Geld jetzt investieren, um Leute nochmal auszubilden, ja, die ich erstmal 3 Jahre ausbilden muss, das, ja, da sind wir wieder am Anfang und das mache ich vielleicht nur, weil ich die gleichzeitig dann auch ordentlich ausbeuten kann. Und wenn ich die dann so weit habe, habe ich vielleicht sehr viel mehr Geld im Endeffekt ausgegeben, als wenn ich jetzt den GSK-Kraft da, ja, oder keine Ahnung, selbst jemanden nur mit Sachkundeprüfung ein paar Jahre beschäftigt habe. Na, der aber sozusagen in der operativen Praxis genau dasselbe kann wie die Fachkraft. Ja. Und ich brauche als kleines Unternehmen, wenn ich da einen habe, der Sicherheitskonzepte verstehen oder die Planung machen kann, das reicht doch. Warum, da brauche ich dann nicht 10 andere auch noch. Florian, vielen Dank für deine Zeit, oh je, ja, bitte, für deine Meinung. Ja.